Hallo und willkommen zurück zu Scum, den How to Beat Scum. Du Mensch. Was? Du kommst da von vorne rauf? Nee, ich war da von hinten. Oder hinten? Meinetwegen. Ja. Ich bin da schön hier hochgejumpt vom Zaun. Nee, man kann von hinten draufklettern, das geht. Ja, willkommen. Wir sind an der Location, wo auch die Admins ihre Base haben. Das heißt, sie haben hier natürlich... Ach, da sind ja auch noch Tauschkisten, sehe ich gerade. Haben wir in den Dunkel gar nicht gesehen. Wir haben natürlich hier den perfekten Startpunkt. Ah, ein Rucksack, eine Pampe, eine 82er Pampe. Das ist schön. Eine 82er Pampe. Die nehme ich mir doch glatt. Ein Crunch? Ist das ein Dingens da? Das ist eine, doch eine... Oh, wie heißt... ich bin doof. Was ist das nochmal? Ein Crunch? Ein Quatsch? A Crutch? Wie heißen die Dinger nochmal? Ah, das ist eine Krücke. Ach, genau. Ja, aber hier ist auch eine schusssichere Weste drin, du. Ich hab schon. Hast du auch eine gefunden? Ja, letztes Mal schon. Ah, schön. Da sind hier auch eine M9 Magazine. 50er Magazin ist hier drin, aber ich habe auch nichts zum Reinlegen sonst. Ah, der Sat Eagle Magazin. Mhm. Hattest du noch nicht? Nein. Da musst du aber noch was reinlegen, weil ich habe nichts mehr zum Reinlegen. Ja, warte, ich such mal was. So, zum Thema Waffen. Da wollte ich noch was zu sagen. So. Ihr kennt das ja. Ihr nehmt eine Pumpe in der Hand. Ihr drückt R. Kugel für Kugel wird dann die Munition eingelegt. Das heißt, es dauert auch etwas. Das müsst ihr natürlich bei euren Kampfaktionen auch einplanen. Etwas anders geht das bei Pistolen. So, bei Pistolen müsst ihr erst die Pistole in die Hand nehmen. So. Ihr könnt natürlich auch erst die Patronen ins Magazin legen, so wie ich das jetzt mache. Wobei es dabei egal ist, welche Art von Munition ist. Ihr könnt also auch Munition mischen. So, Munition laden. Munition laden. Munition laden. Ne? Also ist auch unterschiedlich, welche Qualität. Das ist auch völlig egal. Die Munition verhält sich natürlich innerhalb der Waffe unterschiedlich. Das heißt, wenn ihr jetzt eher minderwertige Munition hat, kann die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Fehlschuss gibt, ja, das heißt, sprich, dass die Waffe nicht auslöst oder dass die Waffe jammt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn er eher hochwertige Munition nimmt. Ne? Wobei, ich muss sagen, also normal alles, was über 50% ist, ist eigentlich okay. Da habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Und unter 50% benutze ich normalerweise nicht. So, dann müsst ihr das Magazin hier rüberholen. Dann legt ihr erst das Magazin ein und damit ist dann die Waffe auch tatsächlich schussbereit. Wenn ihr die Waffe dann in einen Schnellzugriff legen wollt, dann müsst ihr die nehmen und in einen dieser mit Nummern markierten Ports reinlegen. Dann könnt ihr tatsächlich dann auch 3 die Waffe weglegen oder in die Hand nehmen. So, das ist ja auch so eine Besonderheit, da weise ich auch nochmal drauf hin. Ihr habt also hier unten die Schnellkeys, also quasi was, die Schnellzugriffstasten an der unteren Rand vom Bildschirm, von euren Hub. Und dann habt ihr H, das ist das, was ihr tatsächlich gerade in der Hand haltet. Ne, da könnt ihr also immer sehen, welche von diesen Schnellkeys gerade aktiv ist. Ne, das ist ja auch nicht unwichtig. So, du passt ein bisschen auf mich auf, wenn ich hier lese und so weiter. Alea? Ja? Dann passt ein bisschen, nicht, dass ich von Zombies überrannt wird, die gerade respawnen, ne? Ja, klar. Okay, danke. Also du kannst schon looten gehen, aber nicht, dass du zu weit weggehst, ja? Aber ich kann mich hier auch auf den Dach stellen, da bin ich ja eigentlich safe. Das ist eigentlich Blödsinn. Da kannst du looten gehen in der Zwischenzeit. Soll ich dann looten? Ja, die Häuser. Ja, vielleicht findest du ja doch noch was Sinniges, ne? Ach so. Ja, stimmt. Apropos Sinniges. Ja, was denn? Rehöhrchen. Nein. Guck mal. Da.
Hab dir doch was hingelegt. Wo? Auf das Dach. Ah, ein Schraubenzieher. Ja, okay, das ist sehr sinnig. Nicht vergessen, Schraubenzieher braucht... Was pinkt hier eigentlich immer? Krieg ich da Nachrichten oder Das ist der Discord-Chat. Immer wenn da irgendjemand was postet, dann piepst das überall. Warte, das muss ich mal kurz abstellen. Ja, das nervt ein bisschen. Das nervt nämlich. Ja, das stimmt. So, also, zum Thema Navigation noch mal kurz. Haben wir ja bis jetzt jedes Mal bei den neuen Aufnahmesessions gemacht. Zum Thema Navigation. Vermeidet die High-Loot Poise, eher nicht Schusswaffen habt, aber wie ihr seht, kommt sie ja, man findet sie ja. Ne, das sind also solche Sachen wie die Fabriken. Ich zeige nochmal hier einen Mausfall drauf. Die Flugfelder. Wo macht man das denn aus, dieses Piep-Piep? Ich suche. Ja, wenn du es weißt, sagst du es mir, aber das nervt gerade. Ja, die Fabriken, die sämtliche Bunker. Das alles solltet ihr also definitiv meiden. Da werdet ihr also ständig von Bombern überfallen. Und Bomber sind halt hier in diesem Spiel eigentlich ein Problem. Alles andere eigentlich nicht so, aber Bomber sind ein definitives Problem. So, die solltet ihr... unten auf das Zahnrad in Discord. Ah. So, die solltet ihr also meiden. Ja, das also dazu. Wir hatten ja noch, wir sind ja letztes Mal ein bisschen querfeld ein durch den Plan gegangen. So, dann haben wir ja euch gezeigt, wie man jagt. Immer ganz wichtig, leise vorgehen. Wenn man halt möglichst nah an sein Ziel rankommen möchte, das habe ich letztes Mal zum Beispiel nicht gesagt, dann ist wirklich das Beste, was man machen kann, auch Schuhe aus, alles an Kleidung aus, ne? Was irgendwie Geräusche machen können. Ihr habt ja auf der linken Seite hier diesen Geräuschlevel-Anzeige oberhalb von diesen schematischen Darstellungen eures Körpers. Da seht ihr auch, wie viel Geräusche ihr macht. Also es ist tatsächlich so, wenn ihr barfuß eben schleicht, dann seid ihr leiser. Und dann werdet ihr auch tatsächlich später wahrgenommen. Hallo Drohne. So. Nachdem ihr etwas erjagt habt, ihr könnt das Tier komplett auseinandernehmen. Wie gesagt, Hunden. Knochen. Was? Hunden. Hunden? Gefunden, aber erklärt zu Ende. Okay. Ihr könnt Tiere also komplett auseinandernehmen. Knochen könnt ihr zu Knochennadeln verarbeiten. Fett könnt ihr Gerichte für. Es gibt natürlich für Fleischgerichte zu. Wenn ihr unterwegs seid, so wie wir die Situation habt vielleicht noch keine Base. Ja, dann könnt ihr also eigentlich nur das Fleisch benutzen. Das könnt ihr dann, habt ihr gesehen, einfach auf einen Stick drauf. Ich zeige es jetzt noch einmal, wo ihr das im Handwerksmenü findet. Da und da. Ja, einfach auf so einen Stick draufstecken und über dieses Feuer eben hinstellen. Das funktioniert noch nicht besonders gut. Hält es eine Zeit lang über das Feuer. Ihr könnt es auch in der Hand halten und drüber hängen. Das geht auch. Und dann wird das Fleisch, ist das Fleisch durch und dann könnt ihr das essen und ihr habt damit eure Kohlenstoff aufgefüllt, sozusagen. So, Alia, dann sag mir jetzt, wo das ist. In den Einstellungen bei Benachrichtigungen. Einstellungen. Ist bei App-Einstellungen. Benachrichtigungen, ja, danke. Und dann weiter runter scrollen, da ist Töne und dann Nachricht und dann das einfach ausmachen. Nachricht, Töne, Nachricht. Okay, alles klar, danke. Bitte. So, dann haben wir das auch geregelt. Gut. Einfachster Trick, um die benannten Bomber auszuweichen. Ich hatte ja ganz am Anfang schon mal die Hochstände erwähnt. Darauf kann man sich flüchten. Ein bisschen Glück explodiert der Bomber halb unter einen und man bekommt keinen Schaden. Eine weitere Methode sind halt generell Türen. Also einfach in ein Haus reinflüchten, die Tür hinter sich schließen. Wenn man Glück hat, idealerweise natürlich ist es eine Stahltür. Die hält natürlich am meisten Kraft weg von der Explosion. Und da bekommt man normalerweise dann auch gar keinen Schaden. Ganz im Gegenteil, man sollte sich dann auch sehr nah an die Tür ranstellen, dass der Bomber glaubt, der steht neben einem, dann explodiert der und man bekommt keinen Schaden. Ist immer ein ganz guter Trick, wenn man diese Bombe halb ausschalten möchte. So, letztes Mal, wir haben es ja an der Talsperre gemacht, wir standen ja auf dem Gebäude, er ist viel weiter unten explodiert und dadurch hatten wir natürlich auch keinen Schaden.
Hinweis nochmal zum Thema Reviven. Auch immer ganz wichtig, wenn ihr euren Mate im Spiel wiederbelebt, ja, dann habt ihr oft eben nicht die volle Lebensenergie wieder, sondern ihr habt nur 3-4% wieder an Lebensenergie und die schmelzen relativ schnell weg. Hat euer Mate dann in dem Moment kein Verbandmaterial da, ist das natürlich ungünstig. Deswegen gewöhnt euch das an. Erst mit lang F drücken, die Wunden versorgen und dann erst denjenigen reviven. Dann steht er nämlich mit deutlich mehr Lebensenergie auf. Ja, hinkt zwar dann meistens noch, dann gibt es einfach ein, maximal zwei Tabletten Painkiller, dann ist das Hinken für eine Zeit lang weg. Und wenn ihr Glück habt, sogar ganz weg, wenn in der Zeit, wo die Painkiller wirkt, halt auch die Wunden dann entsprechend verheilt sind. Guck mal, was ich gefunden habe. Was denn? Guck mal. Ah, du hast eine goldene Desert Eagle gefunden. Mhm. Sehr gut. Na, sie ist. Und dann nenne ich eine goldene Desert Eagle eine M1911. Ah, eine 45er ist das aber auch. Desert Eagle ist eine 357er. Also die Desert Eagle 50 ist eine 50er AE. Ja, aber genau, es gibt die 50er AE Desert Eagle und es gibt die 357er Desert Eagle. Gibt ja zwei verschiedene. Wir hatten kurz demonstriert, dass eben halt Feuchtigkeit entsprechend mehr Gewicht bedeutet, das heißt langsamer laufen können, mehr Verbrauch, was die Ausdauer anhält. Ja, und das war eigentlich so ziemlich, glaube ich, das, was wir gezeigt haben. Ich gucke jetzt nochmal auf den Zettel, den Notizzettel. Gewicht, Bomberzombies, Reviven, Kisten verstecken. Genau, wir hatten ja euch gezeigt, dass man halb Kisten vergraben kann, wenn ihr nicht den ganzen Loot mitnehmen könnt. Natürlich solltet ihr das immer an einer Stelle machen, die man gut wiederfinden könnt, wo ihr wisst, wo das ist. Natürlich die Stellen nicht markieren mit irgendwie ein Kreuz oder sowas, dann weiß ja jeder, dass es da ist. Ja, sondern halt eine Stelle nehmen, ein spezifischer Baum, ein freistehender Baum und ihr findet das auch wieder. Gut, ja, Feuer machen, das hatte ich nicht so ganz genau drauf hingewiesen. Ihr könnt beim Feuer machen, müsst ihr das Feuerzeug, also es reicht auch da nicht, dass ihr ein Feuerzeug oder Streichhölzer dabei habt, sondern ihr müsst tatsächlich Streichholz oder Feuerzeug in die Hand nehmen und dann entsprechend das Feuer anzünden. Genauso ist es, wenn ihr eine Dose aufmachen wollt, dann müsst ihr halt den Dosenöffner in die Hand nehmen und dann die Dose öffnen. Anders geht's nicht. Also nicht wundern, wenn ihr irgendwie eine Dose findet und könnt ihr nicht essen, obwohl ihr einen Dosenöffner da habt. Ihr müsst wirklich Dose ins Invi rein, ne? Dosenöffner in die Hand nehmen und dann die Dose öffnen. Anders geht es nun mal einfach nicht. Gut, dann hatten wir euch auch noch gezeigt, wie man Waffen und Munition selber baut. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mehr weiter zu erklären. Man sieht auch das ja im Handwerksmenü. Für alle die, die es vielleicht so nicht mitbekommen haben, zeige ich es nochmal. Munition ist hier. Also wenn ihr da also einen sehr, sehr einen hohen Wissen, ich glaube, da kommen die Admins, euch angeeignet habt, dann ist das hier. Da ist die Shotgun, da ist die Pistole. Na, also da könnt ihr die ganzen Sachen finden und dann auch selber bauen. Wo sind die beiden denn jetzt? Da hinten. Da ist dein Base. Ja, ich hab's nicht gesehen, wo sie hingefahren sind. Dann geh du mal in die Richtung. Da das vorne ist sie hier. Ah, okay. So, Alea, kommst du auch nicht bei? Letztes Mal weiter rechts? Alea ist auch da. So, dann wollen wir mal losfahren. Soll ich vorfahren, weil ich weiß, wo wir hinwollen. Also, du weißt ja nicht, wo wir hinwollen. Wo ich mir überlegt habe, wo wir siedeln. Sozusagen. Ist deins voll? Oh, ich muss gerade mal das Spiel leiser machen. Was habt ihr gefragt? Ich wollte wissen, ob dein Auto vollgetankt ist oder ob wir noch tanken müssen. Hat man eigentlich einen Kanister drin? Weiß ich gar nicht. Kann ich schlecht nachgucken, dafür müsste ich. Ja, warte, dann bleibt mal stehen. Ich guck mal nach. Open Inventory, hier ist nichts drin. Hier sind nur die Kisten drin.
Ja, die kann ich ja. Ach so, die müsste ich ja erstmal fallen lassen. Nee, okay, dann vergiss es. Ich dachte, es wäre vielleicht das. Wäre es auch noch so, wenn ein Kanister drin wäre, auch so drin. Aber warum macht denn jetzt das Inventory da oben nicht zu? Warte, ich habe gerade einen Bug. Bei mir schließt das Inventory gerade nicht. So. Das ist schon kaputt gefahren. Nein. Sieht aber aus, als wärst du gegen den Zaun gesetzt. Nein, bin ich aber nicht. Bin ich So. wirklich nicht. Sehr schön. Also Autofahren geht eigentlich wie bei allen Spielen, das Autofahren gibt. Es gibt innerhalb der, ich hoffe, ihr hört mich doch. Sekunde, ich muss das Spiel, glaube ich, wird leiser machen. Weil das Autofahren ist natürlich eine Sache, die wirklich extrem laut ist in dem Spiel. Leiser, so. So. Ihr braucht natürlich beim Autofahren ständig Sprit. Sprit bekommt ihr an der Tankstelle. Es gibt auch überall Verständlich. halbleere. Wir fahren jetzt mal dran vorbei. Hier ist ein Bomber, ja. Oh Tja. fuck, das ist ein Bomber! Ich wollte gerade einen Zombie überfahren und dann habe ich das Piep. So. Nur um es euch zu zeigen. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht hinterher. Nein. Ah doch, er kommt wohl Doch! hinterher. Nee, jetzt geht, läuft er zurück. So, also diese Tankstellen, die sind, wie ihr seht, immer gut besiedelt mit Zombies und Bomber. Sprit ist also immer schwer zu kriegen, aber ihr könnt halt jeden Tag da Sprit holen. Nur bis zu einem gewissen Soll. Weil dann ist die Zapfsäule auch irgendwann leer. So, und bevor der jetzt hinterherläuft und explodiert, machen wir lieber weiter. Weil. Auch wenn ihr im Auto seid, da seid ihr von Bombern nicht geschützt. Ganz klar Ja, auf gesagt. Quad erst recht nicht. Ja. Also euer Auto oder Quad oder was ihr immer für ein Fahrzeug habt, das kann definitiv dann auch beschädigt werden. Ja, beschädigt wird es nur halt, kaputt geht es halt nicht immer. Komplett kaputt. So, als weiteren Aspekt, den ihr bei Fahrzeugen habt, ist die Batterie. Die Batterie ist genauso wie bei jedem anderen Auto auch. Die lädt sich durchs Fahren auf, ne, durch die Lichtmaschine. Wenn ihr also ein Fahrzeug längere Zeit stillstehen lässt oder lasst es irgendwo stillstehen, habt die ganze Zeit Licht an, dann entlädt sich natürlich die Batterie auch. Da gibt es aber eine ganz leichte Abhilfe. Ich bleibe nochmal stehen. Hoffentlich werde ich nicht überfahren. Und zwar könnt ihr das anschubsen. Das heißt, ihr geht einfach von hinten an das Fahrzeug ran, haltet F gedrückt. Und dann gibt es eben den Befehl schieben. Ja, und das wirkt wirklich wie, als wenn er das Fahrzeug anschubst. Und dann könnt ihr den Wagen dann ein bisschen geschickt auch anlassen. Auch das Fahrzeug bergunter rollen lassen und versuchen zu starten. Auch das funktioniert. Um ein Fahrzeug ohne Batterie anzulassen. Der dritte Aspekt, den ihr habt, ist Health, also Gesundheit des Fahrzeuges. Das ist halt der obere Balken. Es gibt überall Reparatursets, die man halt einsetzen kann, um Fahrzeuge zu reparieren. Ihr solltet, und das ist auch der Grund, warum ich hier in den Kurven auch immer schön vom Gas gehe, ihr solltet aber wirklich damit auch davon ausgehen, dass sie eher selten sind und dass ihr wirklich gucken müsst, dass ihr den Zustand eurer Fahrzeuge also schon pflegt und guckt, dass es halt der Schaden nie ausufert. So. Das wäre das zum Thema Fahrzeuge. Ja, es gibt noch einen vierten Aspekt, und zwar könnt ihr euch auch einen Reifen platt fahren. Das ist tatsächlich auch möglich, dass ihr euch einen platten fahrt. Wenn zum Beispiel drauf geschossen wird, ne, dann kann der natürlich auch platt gehen. Dafür gibt es also auch Repair-Kits, die man auch selber bauen kann. Im Gegensatz zu den Fahrzeug-Repair-Kits, die kann man nicht selber bauen. Die könnt ihr wirklich nur finden oder erkaufen. Oder tauschen. So, das wäre der vierte Aspekt. Mehr ist noch nicht drin im Spiel, mehr soll aber kommen. Das ist auch, gehört auch zu dieser Neuheitenliste, die also jetzt vor kurzem veröffentlicht worden ist. Das sind also die neuen Neuheiten, die jetzt kommen wird. Es gibt also dann auch Kofferräume, die sich öffnen lassen und es gibt Motorhauben, die sich öffnen lassen. Und über dem Weg könnt ihr natürlich dann auch ein Fahrzeug reparieren.
Ne? Das wird also zukünftig auch gehen. Es gibt schon solche Sachen wie Öl, Filter und so, Bremsflüssigkeit, Ersatzbatterien, sowas findet man alles schon. Hat aber eben noch keinen Sinn im Spiel, außer dass man jetzt mit Öl und Bremsflüssigkeit kann man, glaube ich, auch Fackeln machen. Aber das war es auch. Ich muss mal gerade kurz auf die Karte gucken. Ich glaube, wir müssen aber rechts rum. Ja, rechts rum und dann immer in der nächsten Kreuzung wieder rechts. Okay, wir fahren jetzt. Wie ihr seht, das ist eigentlich der Weg, den wir letztes Mal, nachdem wir ausgemacht haben, also noch gelaufen sind. Wir kommen jetzt also zu dem Dörfchen, wo wir letztes Mal gelootet haben. Die Polizei hat schon gelootet haben, die Munition gemacht haben und so weiter. Das Fahrverhalten auf Schneeboden ist etwas anders als der auf Festboden, auf unbefestigten Fahrbahnen. Ist auch etwas anders, aber nicht wesentlich. Ist auch ein bisschen vom Fahrzeug abhängig. Es gibt Fahrzeuge, die sind da was empfindlicher. Und es gibt Fahrzeuge, die sind etwas weniger empfindlich. Und natürlich von euren eingestellten Driving Skill, den ihr am Anfang ja auch entsprechend höher stellen könnt. Zum Beispiel hat der den Einfluss auch, dass wenn ihr einen geringen Fahrskill am Anfang wählt, dass zum Beispiel, wenn eine Batterie leer ist, ihr viel länger braucht, um das Fahrzeug anzulassen, bis es endlich wieder anspringt, beispielsweise. Es hat auch zum Beispiel den Skill, ich fahre jetzt die ganze Zeit schön brav in meine Gänge, jetzt kommen wir zu dem Dorf, was ich eben erwähnte, dass ihr die Gänge teilweise rausrutschen habt, ne, und die dann neu einlegen müsst. Auch das. Oh! Das ist aber spät gespawnt. Die Lampe. Oh, bei mir warst du sofort da. Nee, ich bin hier hingefahren. Oh. Ich wollte den Zombie dahinter überfahren und dann plötzlich taucht eine Lampe auf und vielleicht, ich fahre dagegen. Vielleicht solltest du es einfach vermeiden, gegen Zombies zu fahren, wenn du ein neues Fahrzeug ohne vorhandene Reparaturkits unterm Hintern hast. Der Schrau steht aber ein bisschen weit auf der Fahrbahn. So, ich glaube, jetzt sind wir auch. Nee, noch nicht. Vielleicht solltest du es vermeiden, ständig so krass abzubremsen. Ja, ich lasse einfach nur ausrollen. Ja, sorry, ich muss ja ab und zu mal auf die Karte gucken, wo wir hin müssen. Ja, dann sag mir vorher Bescheid, weil dann bremst du schon ab. Alles klar. Weil sonst fahre ich dir irgendwann rauf, das war gerade schon knapp. Alles klar. So, also wie viel Platz ihr auch in den Fahrzeugen habt, ist auch unterschiedlich. Ja, also jetzt im Quad, da bekommt man deutlich weniger rein als jetzt in dem Jeep, der hinter uns ist. Das ist das größte Fahrzeug, was wir besitzen. Von daher, Achtung, ich halte. Wir sind aber richtig hier, glaube ich. Ah! Hat es mich weggerissen. Man sollte auch so sagen, dass, also mit dem Jeep geht's noch, aber mit den Quads auch außerhalb von der Schneewelt. Du gehst sehr schnell in die Kurven rein und dann reißt es dich wirklich sehr schnell weg. Absolut, also das hat man gerade gesehen, also es ist, reagiert viel empfindlicher also auf diese Impulsbeschleunigung, also wenn man voll aufs Gas geht sozusagen. Und reißt es einen ganz gerne dann schon mal aus dem Nichts weg und weiß eigentlich gar nicht, was du verkehrt gemacht hast, sozusagen. Kannst du dich auch schon mal schön damit überschlagen. Ja, das hast du eigentlich mit dem großen Jeep gar nicht. Das lässt sich eigentlich total easy fahren, egal welcher Untergrund du hast. Auf Untergrundwechsel wie hier, da musst du schon mal aufpassen bei dem Jeep, aber sonst alles gut. Also wir müssen aber wenn dann schon da hinten rauf bauen, weil hier ist ja viel zu viel Berg. Kannst du ja nicht bauen, hier auf der Ecke. Ja, vielleicht da weiter unten, da hinten ist was flacher. Da, ja, weißt du, wo ich jetzt hingucke? Ja. Aber wir weil hier, das wird eine Fummelerei, das ist, ja.
Fummelei. Da werden wir lang dran sitzen. Ja. Aber was wir auf jeden Fall machen, wir können nämlich die Hütte, die wir jetzt hier haben, claimen. Wobei, guck mal, hier hast du ja schon eine schöne große Fläche, ne? Die relativ flach ist, hier zwischen der Scheune. Ja, was heißt groß? Also, wird schwierig, hier ein großes, also ein mittleres Haus hinzupflanzen, wegen den Steinen hier. Ja, wir können es ja mal versuchen. So. Also, ich versuche das jetzt mal zu claimen. Das müsste, ne, geht nicht. Warum auch immer. Hätte ich jetzt halt schon mal den Baum. Oh, direkt eine schöne Waffe hier. Warum geht das nicht? Drüben in dem Dorf konnte ich es claimen. Das kann ich nicht claimen, komischerweise. Du musst das doch in Dingen claimen. So, und dann im Envy. Im Envy? Tab drücken. Ah, ja. Ich muss, das hatten sie ja geändert. Ja, hast recht. So. Mein Fehler. Dann hole ich mal das Schloss. Open Inventory. Ja, das hatten sie ja geändert, weil sie ja jetzt die Schlösser haben. Also sorry, jetzt hätte ich es fast falsch erklärt. Also wie ihr seht, einfach Tab drücken, dann machen sich die Felder. Also früher war es F festhalten, dann konntest du hier claimen. Jetzt ist es Tab drücken. Du hast hier die Lock-Slots. Da kann man also drei Schlösser reinmachen, die natürlich dann auch alle drei hintereinander aufgebrochen werden müssen. Und du hast die Protection Slots, da kannst du dann Stromalarmanlage reinmachen. Das heißt, dass derjenige also einen Stromschlag kriegt, wenn er versucht, das Schloss aufzubrechen. Nicht witzig. Nein, ist nicht witzig. Haben wir schon hinter uns. Ah ja, jetzt hier kann ich jetzt auch Lock Accessibility machen. So. Aha, alles klar. Jetzt funktioniert es auch richtig. Prima. So, dann hole ich mal die Kisten von uns. Und wir müssen ja noch unsere dritte Kiste holen, ne? Dritte Kiste? Ja, die Kiste, die wir vergraben haben. Ja. Versuch mal folgendes. Ich stelle mich mal mit dem Rücken zum Auto. So. So, dann müsste ich ja an dem Invi rankommen. Dann kann ich das rausnehmen. Aha, jetzt habe ich es hingekriegt. So. Also, du darfst den Invi-Bereich vom Auto nicht verlassen. Ja, das weiß ich auch. Nur das ich habe es irgendwie nicht bekommen. Also die linke ist meine. Ja, da ist eindeutig. Eindeutig ist das. Also so. Die zieht auch gleich mal an. Geht ja mal gar nicht. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, was ich alles hier Zeug drin liegen habe? So, meine Lieblingswaffe, das Katana, ist wieder hier. Ist wieder am Start. Wir hatten wohl ein Car Repair Kit. Ja, ich sehe es. Aber ich wollte ein bisschen Angst machen. So. Ich wusste doch, dass eins drin ist. Ja, das zeigen wir jetzt euch aber jetzt nicht in allen Details, wie wir uns hier vergönnen. Ach, so haben wir ein Leckerchen reingetan als Willkommensgeschenk. Ein Scum Sunrise, ein Smoked Beer Steak, ein Fisch und ein Brot haben wir gekriegt als Geschenk. Sehr lieb. Ne? Also von daher, schalt morgen wieder ein zur nächsten Folge von Scum. Bis dann. Tschüss.